Ein neues Quarantänequartier in der Stadt Salzburg entlastet ab sofort Spitäler und Seniorenwohnhäuser. Im Gebäude der Privatklinik Werle Diakonissen können bis zu 22 infizierte Senioren versorgt werden, die keine Spitalsbehandlung benötigen. Betreiberin ist das Rote Kreuz und die pflegerische fachliche Aufsicht und auch die Umsetzung ist dann bei den städtischen Seniorenbetrieben. Ja, es war wirklich ein Kraftakt, aber unser Aufruf war erfolgreich. Wir haben jetzt ausreichend diplomierte Kräfte und auch unterstützende Pflegekräfte, um die Einrichtung zu betreiben. Diese Immobilie steht aufgrund unserer Umbaupläne kurzfristig leer, ist aber top in Schuss. Darum war es sehr kurzfristig möglich, sie für den Patientenbetrieb wieder hochzufahren. Die Betreuung der mit Covid-19 infizierten Senioren ist sehr herausfordernd. Man benötigt dafür speziell geschultes Personal. Das eine ist die Menschen, die an Corona erkrankt sind, zu betreuen, und das andere ist es, Menschen zu begleiten, die einerseits an Corona erkrankt sind und andererseits aber Grunderkrankungen wie Demenz haben und eben gerade nicht wissen, dass sie an Corona erkrankt sind, die eben gerade sich nicht an die notwendig behördlichen Auflagen halten können. Und insbesondere, wo es so viele Fälle gibt, sind wir darauf angewiesen, dass wir extrem gut zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass wir die Fallzahlen bald in den Griff bekommen, sodass wir wieder halbwegs normale Situationen haben.